Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Google Summer Academy. Mein Name ist Joachim Schröder und ich werde euch heute mit Google Analytics wieder entsprechend unterstützen. Heute werden wir einmal gemeinsam durch das Backend, also durch die Einstellung schauen, um zu sehen, was ist da wichtig, worauf sollte man achten. So zwei, drei Punkte, die für euch interessant sind. Und natürlich wird auch der praktische Teil nicht fehlen. Ziel ist mit euch vielleicht mal ein, zwei Berichte auch kurz aufzusetzen oder spezifische Kennzahlen zusammenstellen und dass ihr da eine Idee bekommt, ja, wie ihr das selbst natürlich dann abbilden könnt und wie ihr für euch relevante Kennzahlen vernünftig aufbereiten könnt. So, heute, wie gesagt, Thema Vertiefung. Wir werden uns zum Thema zunächst im Einstellungsbereich umtun. Wir werden dann aber auch wieder in die Berichte hineingehen, wo wir dann entsprechend schauen, wie man individuelle Reportings aufsetzen kann. Da werden wir die Zeit gut nutzen, die wir zur Verfügung haben. Und von meiner Seite aus persönlich gibt es nächste Woche noch ein Webinar zum Thema Google Looker Studio. Looker Studio ist ja ein Berichtstool, das ich persönlich total gerne benutze. Und Looker Studio hat eben den Vorteil, dass man hier zentrale Reports aufbauen kann, die aus ganz viel verschiedenen Datenquellen ihre Informationen ziehen. Und es ist also wirklich auch eine sehr gute Alternative, um sich mal eben zum Beispiel auch einen Analytics Report aufzusetzen. Also ich denke, da ist man teilweise nicht nur sogar schneller unterwegs, weil das Tool eben optimal auf Berichterstellung ausgerichtet ist. Wir haben sogar viel mehr Möglichkeiten im Rahmen zum Beispiel der grafischen Darstellung. Und insofern, wie gesagt, ich persönlich bin ein echter Fan von. Und wer das Tool noch nicht kennt, kann ich euch nur warm ans Herz legen, das einmal in Ruhe anzuschauen und zu überlegen, ob ihr das vielleicht auch im Rahmen eurer Projekte entsprechend mit nutzen kann. Ja, Hanna hat sich gemeldet, habe ich gesehen. Hanna, bitte die Kommentare einfach oder Fragen, die du hast, hier gerne in den Chat hineinstellen. Wir können hier mit der großen Runde nicht mehr die Mikros aufmachen. Das stört doch dann zu sehen den Ablauf. Also wäre mir sehr recht, wenn du da erstmal dich hier im Chat einfach ganz normal melden kannst. Da habe ich ein Auge drauf und arbeite das entsprechend ab. Looker Studio funktioniert nur so gut, wie Analytics eingestellt ist. Natürlich. Nur das, was an Daten erhoben wird, kann ich auf der Report-Ebene wieder ausgeben. Aber das, denke ich, trifft ja grundsätzlich erstmal auf alle Reporting-Tools zu. Und insofern wollen wir hier gleich mal loslegen und gucken, was wir da tun können, damit entsprechend hier ihr auch wirklich eine gute Datenbasis habt und damit ihr natürlich hier zu den optimalen Kennzahlen kommt. Darum ist es einfach wichtig, sich das Ganze nochmal in Ruhe kurz anzuschauen und vielleicht so ein bisschen auf die Eckpunkte einzugehen, die eben hier wichtig sind. Und die versuchen wir tatsächlich natürlich hier wieder alle abzuarbeiten. Deswegen sind wir ja heute hier entsprechend zusammengekommen. So, da ich jetzt noch nicht ganz genau weiß, ob wirklich alle von euch jetzt auch tatsächlich schon einen Google Analytics Account selber haben und betreiben, sei hier einfach nochmal der Hinweis gestattet. Das ist die URL, unter der ihr euch im Zweifelsfall auch anmelden könnt. Ich habe den Link gerade ins Chatfenster nochmal hineingeschrieben. marketingplattform.google.com ist die entsprechende Adresse. Im Rahmen dieser Marketingplattform gibt es, wenn ihr hier oben in den Menüpunkt für kleine Unternehmen hineingeht, zwei Programme, die ihr ja schon kennengelernt habt im Rahmen der Summer Academy. Zum einen im letzten Mittwoch den Google Tag Manager, den wir ja benutzen, um alle möglichen Tracking-Codes auf unsere Seite zu bringen. Und natürlich Google Analytics in der aktuellen Version 4, die hier zur Verfügung stehen. Und diese beiden Tools könnt ihr selbstverständlich wieder kostenlos nutzen und euch hier einen kostenlosen Account einrichten. Geht einfach dann hier über den Link. Das ist sehr einfach gemacht. Und wenn ihr noch keinen Account habt, könnt ihr hier direkt
auf den Button jetzt loslegen. Hier unten ist er auch nochmal abgebildet. Gehen und könnt euch da direkt einen entsprechenden Account einrichten. Für diejenigen, die das dann machen möchten, nehmt am besten gleich schon mal den Google-Account, den ihr vielleicht auch schon für euer Google-Ads-Konto verwendet oder vielleicht auch für euren Google-My-Business-Eintrag oder wer hat für die Google-Search-Konsole. Das macht in jedem Fall Sinn, weil dann schon mal die ganzen Daten oder die ganzen Plattformen hier sozusagen zusammengeschaltet sind und ihr dann direkt übergreifend entsprechend auch arbeitet. Ja, Google Marketing Plattform ist ja erstaunlicherweise nur mit einem T geschrieben, wurde schon von Alexandra bemerkt, dass das Englisch sein wird. Das vermute ich hier an dieser Stelle auch, dass man einfach den Standardnamen hier übernommen hat, tut aber an Google Analytics hier jetzt keinen Abbruch und da wollen wir natürlich entsprechend hier direkt loslegen. Wer schon einen Zugriff auf einen Analytics-Account hat, der meldet sich einfach hier oben über das Tool an. Das geht natürlich schon genauso und direkt hier einmal nachvollziehen, dass wir heute hier uns alles kurz anschauen werden und dann sollte das direkt auch passen. So, damit kann ich das Fenster hier schon wieder schließen. Das haben wir sozusagen schon abgearbeitet. Ich bewege mich jetzt hier wieder in meinem Demo-Account. Wer beim Tech-Manager-Seminar dabei gewesen ist, der hat meine kleine Testdomain gtmfleckpoint.de gesehen. Für diese entsprechenden Domäne haben wir ja mit dem Tech-Manager eine Installation vorgenommen, haben da in der Verbindung auch Google Analytics mit eingerichtet. Und das ist also hier die Google Analytics Property, die ich hier zur Verfügung habe und die ich in dem Bereich entsprechend jetzt nutze, um euch hier kurz einmal durch das Backend zu führen und auf die Punkte einzugehen, die wichtig sind, um, wie hier vorne im Chat schon angesprochen, natürlich eine optimale Datengrundlage zu haben. Gerade noch die Frage von der Sieglinde. Eine Startfrage, die sich mir aktuell stellt. Ab wann ist eine neue Property sinnvoll bei einzelnen Webseiten, Markenabschnitten etc.? Klar, aber wie gestaltet sich das innerhalb einer Domain, Sprachversion, Subversion? Gehe ich gleich drauf ein. Ich bin jetzt in meiner Property. Eine Analytics Property. Ich gehe hier unten links auf den Menüpunkt Verwaltung, also für diejenigen, die jetzt schon einen Account haben und das nachvollziehen wollen. Unten links dieses Zahnrad-Symbol steht bei Google immer für den Verwaltungsbereich, also da einfach entsprechend mal draufklicken. Dann kommen wir hier auf diese Übersichtsseite. Und wir sehen, dass wir zunächst mal hier oben einen Block haben mit der Kontoeinstellung und hier unten folgen dann sogenannte Property-Einstellungen. Also zunächst ist es erstmal grundsätzlich so aufgebaut, dass man für sein Unternehmen, für seine Firma, entsprechend ein Google Analytics Konto, einen Google Analytics Account haben und einrichten sollte. Da werden einige Grundinformationen im System eingestellt. Da ist zum Beispiel drin, in welchem Land sich das Unternehmen befindet. Hier kann ich schon grundsätzlich einige Funktionalitäten aktivieren. Hier, das ist dann der wichtige Datenschutzteil, kann ich mit Google den sogenannten Datenverarbeitungsvertrag akzeptieren, damit das alles auch von der rechtlichen Seite her vernünftig aufgesetzt und wasserdicht ist. Also das sind mal entsprechend hier die Grundinformationen. Das heißt, ihr als Unternehmen macht mit Google Analytics einen Datenverarbeitungsvertrag, den ihr hier festlegt. Das Ganze wird ausgerichtet auf die Bedarfe des entsprechenden Landes, in dem ihr eure Webseite betreibt. Und das ist hier in den Kontodetails grundsätzlich festgelegt. Dazu erteilt euch das System hier automatisch eine sogenannte Google Analytics Kontonummer. Die kann man sich mal irgendwo hinschreiben. Falls ihr mal aus irgendwelchen Gründen den Zugriff auf dieses Konto verlieren solltet,
wisst ihr wenigstens die Kontonummer und könnt damit über den Support dann wieder das Prozedere aktivieren, um wieder einen neuen Zugriff dann entsprechend zu bekommen. Ohne diese Nummer ist es entsprechend schwierig. Also das wäre schon mal eine gute Idee, sich das irgendwo zwischenzuspeichern. Für diejenigen von euch, die jetzt parallel vielleicht sich gerade einen Account einrichten, das wird euch im Standard als Abfrage gleich präsentiert, wenn ihr euch einen neuen Account einrichtet. Also bitte darauf achten, dass hier einmal in jedem Fall das Land richtig eingestellt ist, der Datenverarbeitungsvertrag richtig konfiguriert ist. Und dann haben wir das hier schon mal an der Stelle alles glatt gezogen. Dazu gibt es auf Kontoebene dann noch eine sogenannte Zugriffsverwaltung. Das heißt, ihr arbeitet ja in der Regel nicht alleine im Projekt, sondern ihr habt ja vielleicht auch noch Kollegen, Agenturen oder sonstige Menschen, die dort auf diese Daten auch zugreifen sollen, um ihre Arbeit zu machen. Und das ist ganz einfach zu tun. Ihr geht also hier in dem Fall auf Zugriffsverwaltung für das Konto, ruft diesen Menüpunkt auf und dann habt ihr rechts oben in der Ecke so einen blauen Punkt mit einem weißen Kreuz drin. Und da könnt ihr dann eben neuen Nutzern einen Zugriff entsprechend geben. Das funktioniert sehr einfach. Ihr müsst hier im Grunde genommen nur die E-Mail-Adresse der Person eintragen. Die wird dann auch automatisch benachrichtigt. Den Haken sollte man sinnvollerweise immer aktiv lassen. Und die einzige Grundvoraussetzung, dass es sich hier um einen sogenannten Google-Account handeln muss. Wenn ihr mit eurer E-Mail-Adresse zum Beispiel schon ein Google-Ads-Konto, ein My-Business-Konto oder zum Beispiel eine Search-Konsole betreibt, dann habt ihr automatisch damit auch einen Google-Account, den ihr dafür mit verwenden könnt. Ansonsten müsst ihr mit eurer E-Mail-Adresse dann einfach so einen Account einrichten. Das kostet nichts, das ist eine Aktivierung, die dauert 2 Minuten. Wenn ihr euch Mühe gebt, dauert es 3 Minuten, aber dann ist das auch relativ schnell erledigt und dann könnt ihr direkt in dem Prozess auch fortfahren. Für Google Analytics wichtig, es gibt verschiedene sogenannte Rollen. Ihr könnt also genau steuern, was die Person an Informationen sehen darf. Normal Standardeinstellung, wir sehen, ist hier ein Betrachter, der kann im Grunde genommen alle Standardberichte abrufen und sehen, hat dazu entsprechend die Informationen. Und das Einzige, was man hier noch beschränken könnte, dass man sagt, man darf weder Kosten noch Umsatzwerte sehen, weil ihr die vielleicht für euch behalten wollt, dann kann man das hier entsprechend aktivieren. Und dann hat er im Grunde genommen auf die normalen Traffic-Daten Nutzersitzungen und allen möglichen Kram natürlich dann entsprechenden Zugriff. Die nächste Stufe wäre ein Analyst. Der hat dann schon mal etwas erweitertes Portfolio und dann kommt in der nächsten Stufe der Marketing-Experte. Das wäre jetzt für mich klassischer Mitarbeiter in der Marketingabteilung, der dann auch mit dem System arbeiten soll. Der darf sich auch schon mal eigene Sachen dann einrichten. Der hat also umfangreichere Zugriffe, kann eben auch einige Konfigurationen direkt vornehmen. Das macht dann hier in dem Fall Sinn. Der Bearbeiter, der darf auch Änderungen hier im Backend vornehmen, darf Einstellungen verändern. Das sollte man natürlich immer nur den Personen dann übertragen, die dann auch in Anführungsstrichen wissen, was sie tun. Weil da geht es natürlich dann auch direkt schon dann an den Datenbestand, wenn ich hier also Fehler mache, dann hat das immer direkt auch einen Einfluss auf die Kennzahlen, die erhoben werden. Und da hätte ich natürlich dann schon mein Bemühen, das eben sehr sorgfältig von den Rechten zu vergeben, damit da an der Stelle einfach nichts passiert von Menschen, die vielleicht nicht so genau wissen, was da alles hintersteht. Da kann man das hier entsprechend abgrenzen. Und last but not least natürlich der sogenannte Administrator. Administrator hatte mal sämtliche Rechte im kompletten Analytics-Account, der darf neue Mitarbeiter auch einladen, der darf bestehende Mitarbeiter auch rausschmeißen, der darf auch bei bestehenden Mitarbeitern jeweils hier die Rechtsstufen verändern im System und damit hat er also uneingeschränkten Zugriff. Wichtig, sämtliche Administratoren sind gleichberechtigt immer im System, können sich also auch theoretisch gegenseitig ein- oder ausladen oder die Rechte verändern.
Es gibt bei Google Analytics, nicht wie bei anderen Google-Tools, keine Inhaberrolle in dem Moment. Ja, also das ist wichtig, gibt hier also alle Administratoren sind auf einer Rollenebene und haben immer die gleichen Rechte. Insofern an der Stelle einfach etwas sorgsam mit den Dingen umgehen und dann auch hier einfach schauen, was da an der Stelle notwendig ist. Ja, das macht natürlich entsprechend Sinn. Auch Sinn macht es, tatsächlich regelmäßig mal durch diese Zugriffsliste zu schauen. Ich stelle in Projekten immer wieder erstaunt fest, wenn ich mal mit den Unternehmen da in diesen Bereich hineinschaue, dass die dann sagen, ups, wer hat denn da noch alles Zugriff? Oh, mit der Person arbeiten wir schon so lange nicht mehr. Die Adresse hat schon längst das Unternehmen verlassen, etc. Und bei solchen Veränderungen wird in der Regel nicht immer hier sorgfältig auch der Account sauber gehalten. Und unterm Strich ist immer wichtig, alle Leute, die hier Zugriff haben, haben natürlich entsprechenden Zugriff auf eure intimen Unternehmensdaten. Und das muss man immer wissen. Und darum einfach hier natürlich eine Hygiene betreiben. Aus Datenschutzgründen macht das in jedem Fall Sinn. So, damit ist das Konto im Grunde genommen schon abgehakt. Innerhalb von unserem Konto haben wir jetzt eine sogenannte Property-Ebene. Ich kann also in einem Google Analytics Account ganz viele verschiedene Properties betreiben. Über 100 ist da gar kein Problem. Und eine Property würde ich am ehesten auf Domain-Ebene sehen. Ja, also das ist wahrscheinlich das, was hier jetzt an der Stelle für euch erstmal am meisten Sinn macht. Habe ich eine neue Domäne, dann werde ich dafür mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine neue Property dann einsetzen, weil ich natürlich hier dann auch die Daten entsprechend für mich dort individuell auswerten kann und möchte. Das macht natürlich dann hier am meisten Sinn. Das ist wichtig. Grundsätzlich, ich ziehe mal eben hier kurz einfach so ein Textfeld rüber. Also www.domain.de wäre in jedem Fall eine Property. Wenn ihr jetzt noch sogenannte Subdomänen habt, zum Beispiel shop.domain.de oder com oder ch, also ist jetzt völlig wurscht, ja, dann ist diese sogenannte Subdomain, kann ich auch innerhalb von einer Property betreiben. Das kann man nachher auch separat auswerten in dem System, das ist gar kein Problem. Also dafür würde ich nur eine Property verwenden beim Subdomain-Tracking. Das würde ich nicht unbedingt trennen, aber man kann es. Es ist am Ende mal so ein bisschen, wie ihr den Bedarf in der Auswertung habt. Wenn ihr sagt, nee, so ein Shop-Punkt-Domain, den will ich auch separat auswerten. Ich habe also auch Leute, die nur diese eine Subdomain hier betrachten sollen. Dann kann man da auch ohne Probleme eine zweite Property draus machen. Ich habe dann nur die Aufgabenstellung, dass ich eben immer überlegen muss, habe ich denn zentral übergreifend noch eine Gesamtstatistik, die mir sozusagen den Traffic über alle Subdomänen mitliefert. Das wäre zu diskutieren. Es ist aber auch in der Kombination theoretisch möglich zu sagen, ich habe hier eine Property 1, die auf beiden Subdomänen läuft und ich habe noch zusätzlich eine Property 2, die nur auf zum Beispiel Shop-Punkt-Domäne in meinem Beispiel hier läuft. Ja? Also auch das geht, kann ich auch problemlos kombinieren, sodass ich eben hier Mitarbeitern speziell eben nur Zugriff auf die Property 2 geben kann, die dann entsprechend die Shop-Auswertung machen. Habe dann hier trotzdem eine Gesamtumgebung, wo ich sämtliche Kennzahlen nachher drin sehe, wo ich auch dann auswerten kann, wie viel sind denn jetzt von www auf den Shop gegangen, etc. Nicht? Da muss man einfach überlegen, welche Prioritäten man in dem System hat. Und das kann man an der Stelle dann sich von der Struktur überlegen. Das Gleiche gilt theoretisch auch für ein sogenanntes Cross-Domain-Tracking. Das wäre jetzt eine Situation, dass ich vielleicht sage, ich habe
verschiedene Länder. Ich habe eine .com für internationales Geschäft. Ich habe noch eine CH für meine Schweizer Kunden. Ich habe noch eine DE für deutsche Kunden. Ich habe noch eine AT dann logischerweise für die vielleicht österreichischen Kunden. Auch das kann man in einer gesamten Property abbilden oder ich kann es wieder individuell in einer einzelnen Property abbilden. Das System beherrscht theoretisch Cross-Domain und Subdomain-Tracking. Das ist nicht die Frage, sondern ihr müsst es eigentlich von euren Anforderungen eher definieren, wie wollt ihr später die Auswertung machen. Ne? Ist mir dieser Gesamt-Traffic-Anteil wichtig, dann versuche ich das übergreifend zu regeln. Habe ich eben den Wunsch, nur einzelne Domänen in dem Fall auszuwerten, dann habe ich je Landesdomäne in dem Fall wieder eine eigene Property. Also das ist hier sehr flexibel gehalten und ihr habt in Anführungsstrichen so ein bisschen die Qual der Wahl, um für euch dort die richtige Entscheidung zu treffen. Fragen über Fragen. Kurz hier mal einsteigen. Wir haben diverse Properties und würden die gerne in verschiedenen Analytics-Konten organisieren. Also für ein Unternehmen empfehle ich auch immer nur ein Analytics-Konto zu betreiben und den Rest der Domänen dann über die verschiedenen Properties auch zu handeln. Außer es handelt sich um rechtlich eigenständige Unternehmen, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, auch für jedes eigene rechtlich getrennte Unternehmen auch wieder einen eigenen Analytics-Account zu haben, weil dort ja immer die Verbindung dann auch mit dem Datenverarbeitungsvertrag geregelt ist. So würde ich das machen. Aber wie gesagt, es gibt viele Herangehensweisen, die man da an der Stelle benutzen kann. Wir haben, man kann Properties zwischen Konten verschieben, zumindest ging das früher. Ich wüsste nicht, dass das jetzt nicht mehr geht. Muss ich aber in der Tat nachgucken. Können wir nachher mal einmal kurz einen Blick reinwerfen. Ich weiß, wo es früher ging, ob es da jetzt immer noch geht. Das kriegen wir in jedem Fall hin. Wenn man selbst nicht Administrator ist, man kann nicht sehen, wer der Administrator ist. Man kann nur sozusagen beantragen, dass man eine andere Rechtsstufe haben möchte und dann bekommt der Administrator entsprechend eine Information. Man selbst kann aber nicht einsehen, wer der Administrator im System ist. Das geht leider nicht. Wie löse ich am besten das Cross-Domain-Tracking bei einer Subdomain, offensichtlich Cookie-Consent-Weitergabe? Nicht alle Browser unterstützen das. Ja, okay, da muss natürlich das Consent-Tool entsprechend konfiguriert werden. Das ist in der Tat nicht ganz trivial. Ist aber eher dann eigentlich eine Aufgabenstellung im Rahmen des Consent-Tools. Das können wir jetzt hier ad hoc zur Zeit jetzt gerade nicht so lösen. Wir müssen erstmal durch die ganzen anderen Sachen durcharbeiten. Wenn noch Zeit ist, kann ich da versuchen, nochmal später darauf einzugehen. Bitte da an dieser Stelle um Verständnis. Die Barbara hat eigentlich für mich so den Fall, wo ich sagen würde, da wäre eigentlich sinnvoll, das alles in einer Property abzubilden, damit man also auch diesen gegenseitigen Traffic da relativ einfach auswerten kann nachher, wäre meine persönliche Präferenz. Ich kann ohne Probleme für eine Webseite zwei Properties im System hinterlegen, also warum auch immer, aber das ist überhaupt kein Problem. Das kann man in jedem Fall machen, Chris, das ist gar keine Schwierigkeit. Technisch kein Problem. Aber das Konto gehört mir, es gibt sonst niemanden sehr interessant, wer dann Admin sein soll. Vielleicht hast du das mal mit einem anderen Google-Account eingerichtet, an den du dich in diesem Moment jetzt gerade nicht so genau erinnern kannst. Insofern beantrage doch einfach mal ein anderes Zugriffsrecht. Dann siehst du ja, ob du selbst irgendwo auf irgendeinem Account eine Mail kriegst. Das wäre ja vielleicht damit relativ einfach zu lösen an der Stelle. So, in jedem Fall brauchen wir dann erstmal zunächst eine sogenannte Property. Das kommt, wenn ihr das Konto einrichtet, automatisch in der Abfrage dann als nächstes auf. Und Google möchte hier jetzt einfach einen Property-Namen von euch haben. Ich persönlich mache es immer so, dass ich dann auch tatsächlich schon die Domain mit Subdomänen hier reinpacke, weil dann weiß ich immer ganz genau, was hinter dieser Property auch drinsteckt.
Und wenn das nur so mit einem kleinen Text beschreibt und man hat wirklich sehr viele verschiedene Properties, dann kommt man da schon mal ein bisschen durcheinander. Also muss jeder dann für sich überlegen. Ich, wie gesagt, nehme im Property-Namen immer gleich die Domain mit rein, damit ich auch genau weiß, worum es geht. Und dann kann man hier eben für die Google-Statistik noch so ein bisschen eintragen, in welchem Bereich man sich hier gerade befindet. Man legt hier die Zeitzone fest, in der man entsprechend unterwegs ist. Die ist wichtig, weil alles, was euch innerhalb der Daten nachher geliefert wird, findet auf Basis dieser Zeitzone statt. Das heißt, in dem Fall habe ich jetzt hier festgelegt, dass das auf die Zeitzone Deutschland Ortszeit eingestellt ist. Das heißt, ab 0 Uhr Ortszeit läuft meine Tagesstatistik sozusagen an und bedient entsprechend damit hier aktiv die Statistik. Dazu hinterlege ich noch, mit welcher Währung hier in dieser Situation in der Anzeige gearbeitet wird. Also in dem Fall bei mir jetzt hier Euro. Und da ist wichtig, dass im Grunde genommen, wenn ihr jetzt einen Webshop habt, der vielleicht verschiedene Währungen zuließe, hier alles auf Euro auch umgerechnet wird. Also Google macht im Hintergrund tatsächlich eine Umrechnung der Währungen und zeigt dann entsprechend die Gegenwerte in Euro dann hier zentral in euren Statistiken an. Da muss man vielleicht einmal kurz reingehen und das Thema hier an der Stelle dann abarbeiten. So, wenn ihr eure Domäne, eure Property einrichtet, wird als nächstes ein sogenannter Datenstream erzeugt. Das ist eine der zentralen Neuerungen, die es bei dem Wechsel von Universal Analytics auf hier gab, dass ich nämlich heute innerhalb einer Domäne, innerhalb einer Property nicht nur einen sogenannten Datenstream verwenden kann. Datenstream ist das, was wir auf der Seite implementieren, also der, quasi der Tracking-Code, der die Daten erhebt, sondern wir sehen, ich kann tatsächlich verschiedene Datenstreams für eine Property benutzen. Wenn ihr also sagt, ich habe nicht nur eine Webseite, sondern ich habe auch noch eine Android- und eine iOS-App, dann könnt ihr automatisch auch drei verschiedene Datenstreams konfigurieren und innerhalb der einen Property Informationen aus allen drei Bereichen hineinziehen. Und das ist in dem Moment natürlich dann auch interessant, wenn ihr über die verschiedenen Devices dann auch wirklich eine Auswertung fahren wollt, dass ihr sagt, ah, wie viele Leute kamen denn jetzt tatsächlich über die Webseite, wie viele Nutzer habe ich dann auf der entsprechenden iOS oder Android-App. Das wären dann zentrale Auswertungen, die ihr hier in dieser Konstellation machen könnt. Und darum eben hier die Möglichkeit, verschiedene Datenstreams hier dann auch je Property zu verwenden und die dann entsprechend hier mit im System einzubauen. Ich klicke jetzt hier, das ist natürlich bereits vorhanden, den Datenstream kurz an. Wir sehen, wenn ihr den einrichtet, werdet ihr auch wieder nach der URL gefragt. Könnt auch wieder hier einen speziellen Namen verwenden. Auch hier wieder, ich nehme immer einfach stumpf auch den Domainnamen dafür. Das ist in dem Fall jetzt hier die Stream-URL, wo dann die Domain auch wirklich, die Subdomain wirklich drauf läuft. Und dann ist hier hinten rechts in der Ecke, taucht eine sogenannte Mess-ID auf. Und das ist im Grunde genommen die ID, die wir für die Konfiguration von unserem Tracking-Code benötigen, die ihr im Zweifel dann also bei euch auf der Webseite mit dem dazugehörigen Tracking-Code hinterlegen müsst, damit die Daten eben auch genau hier in dieser Property landen. Also die Mess-ID ist im Grunde genommen die Verknüpfung eurer Webseite, damit Google weiß, okay, in welche Property muss ich denn die Daten hineinspielen. Das ist sozusagen dann hier die Zuordnung der Systeme, damit dieses Gesamtsystem dann für euch entsprechend auch funktioniert. Wie ihr das implementiert, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am Mittwoch haben wir ja die Möglichkeit gesehen, wie wir das in Verbindung mit dem Google Tag Manager machen. Das ist in jedem Fall meine persönliche Präferenz. Kann aber jeder auch komplett anders machen. Einige Content-Management- oder Shop-Systeme
bieten fertige Plugins an. In dem Fall werdet ihr meist nur noch nach der Mess-ID gefragt. Da laufen dann die entsprechenden Tracking-Codes im Hintergrund automatisch mit in das Thema hinein. Also wie man es letztendlich macht, ist ein bisschen egal. Hauptsache, dass ihr eben hier sehr sorgsam mit diesen Mess-IDs etc. umgeht, damit ihr auch die korrekte Zuordnung habt, damit das entsprechend hier dann auch ordentlich funktioniert an der Stelle. In dem Fall, wo das dann richtig hinterlegt ist, ihr seht hier oben bei mir ist das so dezent in grün eingefärbt, dann sehe ich auch, okay, hier ist der grüne Haken, die Daten laufen vernünftig ein, das System ist hier dann entsprechend korrekt eingestellt und das ist im Grunde genommen an der Stelle wichtig. Ich bleibe hier nochmal auf den Details für den Webstream. Hier unten seht ihr einmal einen Menüpunkt, der heißt Einwilligungseinstellungen, etwas sperriges Wort. Wir haben den englischen Begriff Consent, der ja eigentlich euch allen wahrscheinlich vertraut ist, hier schon benutzt. Hier geht es darum, dass Google eben heute voraussetzt, dass hier Google auch sogenannte Einwilligungssignale zur Verfügung stellt. Ich versuche das jetzt mal etwas abstrakt einfach zu formulieren. Das heißt, Google möchte einfach sicherstellen, dass ihr natürlich auf eurer Webseite die in eurem Land notwendigen Gegebenheiten auch einhaltet. So, im europäischen Raum muss man ja immer ein sogenanntes Consent-Banner auf seine Seite bringen, wo die Leute gefragt werden, stimmst du dem Tracking zu, ja oder nein? Und diese Zustimmung oder Ablehnung, die hätte Google gerne von eurer Webseite geliefert bekommen. Das ist das sogenannte Einwilligungssignal. Und auf der Basis weiß dann Google Analytics, ob und welche Daten hier tatsächlich jetzt verarbeitet werden dürfen und dass die Daten, die kommen, eben hier auch sozusagen rechtmäßig im System abgebildet werden. Also es dient eben im Grunde genommen dazu, dass Google sich hier absichert, dass eben ihr auch die Consent-Aktivitäten richtig sauber aufsetzt und insofern entsprechend hier diese Kennzahlen dann auch so im System einlaufen, wie man das dann an der Stelle gerne hätte. In dem Fall sehen wir, ist das hier in beiden Fällen auf grün gesetzt. Das heißt, hier kann man nachvollziehen, dass die Daten richtig ankommen. Das ist im Zweifel immer die Konfiguration von eurem Consent-Tool in Verbindung mit entweder A, dem Tag-Manager, wenn ihr den verwendet, oder in Verbindung B mit Google Analytics, wie es hier zu konfigurieren ist. Das ist also eine Konfiguration, wenn das jetzt bei euch nicht auf grün steht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zunächst mal in eurem Consent-Tool dann entsprechend erstmal installiert werden muss. Also mit dem Consent-Tool bitte dort mal in die Hilfetexte hineingehen und speziell schauen nach dem Google Consent Mode aktuell in der Version 2. Da sind die Dinge beschrieben, wie ihr das dann richtig zu konfigurieren habt. Wie gesagt, das ist ein Part, der jetzt eben nichts mit Analytics in dem Sinne hier in der Konfiguration zu tun hat, sondern das müsst ihr im Consent Tool voreinstellen, damit die Daten dann hier an dieser Stelle auch richtig eintreffen. Hier seht ihr nur, ob das richtig konfiguriert ist und dann müsst ihr diese beiden Tools mitnehmen. So, dann haben wir hier noch so ein paar Zusatzinformationen. Wir haben im Grundlagenbereich ja schon festgestellt, dass bei Google Analytics ein sogenanntes Event-Tracking mittlerweile von Haus aus eingebaut ist. Das war bei Universal Analytics nicht so. Es gab auch die Möglichkeit, ein Event-Tracking zu verwenden. Es muss aber grundsätzlich manuell auch implementiert werden. Und hier haben wir eben jetzt in der Situation natürlich schon bestimmte Standardereignisse, die hier schon mitlaufen. Der Page-View-Seitenaufruf ist Standard. Scrollvorgänge auf eurer Seite werden automatisch erfasst und in den Ereignisreports ausgewiesen. Auch wie Klicks auf externe Links. Genau wie die Möglichkeit, wenn ihr auf eurer Seite eine Volltextsuche implementiert habt, die entsprechend mit zu analysieren, Interaktionen mit Formularen, Engagement mit YouTube-Videos, Datei-Downloads, das ist sozusagen schon alles im Standard mit drin. Wobei man die Website-Suche und die Interaktion mit Formularen
in der Regel nochmal überprüfen sollte. Ihr seht, die Formulare sind ja auch gar nicht aktiviert an der Stelle. Das muss also aus der Praxis in der Regel einmal mit euren entsprechenden Formularmodulen oder mit der verwendeten Website-Suche einmal abgestimmt werden. Und insofern das vielleicht mal gemeinsam mit dem Webprogrammierer kurz anschauen, damit dann hier auch die richtigen Kennzahlen erhoben werden. Das wäre hier nochmal eine entsprechende Empfehlung, die ich euch hier mit auf den Weg gebe. Den Rest lasse ich hier jetzt tatsächlich an dieser Stelle mal kurz außen vor, weil das in der Regel für die normale Grundeinstellung jetzt nicht unbedingt relevant ist. Springe mit euch hier nur noch mal in den Menüpunkt Tech-Einstellungen hinein, weil man hier eben jetzt noch mal nachvollziehen kann, ob die Datenerhebung hier jetzt vernünftig funktioniert. Hier ist der Tech auf der Seite korrekt eingesetzt, richtig erkannt. Das kann ich hier erkennen. Ein grüner Haken mit dran, das heißt, die Daten fließen hier richtig in die entsprechende Property mit ein. Ich sehe, dass hier auch die automatische Datenübermittlung vernünftig funktioniert. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, verschiedene Konfigurationen vorzunehmen, wer das jetzt noch etwas feinjustieren will. Also hier wäre zum Beispiel jetzt die Konfiguration für domainübergreifendes Tracking zu hinterlegen. Das heißt, hier könnt ihr jetzt dann eure verschiedenen Top-Level-Domänen dann im System eintragen, damit das System auch weiß, welche Daten dann hier entsprechend mit hineinfließen. Ich kann hier einen Filter erstellen, dass ich internen Traffic an der Stelle ausschließe aus Google Analytics. Das geht sinnvollerweise dann, wenn ich auch in meinem Büro eine eigene feste IP-Adresse habe, mit der ich arbeite, weil das wird praktisch als IP-Filter hier im System dann entsprechend konfiguriert. Und was durchaus auch noch relevant ist, ich kann hier auch Domänen praktisch ausschließen, die ich nicht in meiner Statistik haben möchte. Hier ist mal als Beispiel PayPal.com eingetragen, wo ich sage, ich möchte Traffic, der über PayPal.com kommt, nicht bei mir in der Statistik sehen. Und das hat in dem Fall zum Beispiel hier auch einen sinnvollen Hintergrund. Wenn ihr euch zum Beispiel vorstellt, ihr habt einen Webshop, ganz normal Bestellfunktion, und im Rahmen der Bestellfunktion akzeptiert ihr auch PayPal-Zahlungen. Dann ist ja der Prozess der, dass wenn ich jetzt meinen Warenkorb bestelle und ich gehe zur Autorisierung der Bezahlung, dann werde ich erstmal aus eurem Warenkorb von eurer Webseite zu PayPal geschickt, verlasse also eure Domäne. Bei PayPal autorisiere ich jetzt die Zahlung und PayPal schickt mich dann nach erfolgreicher Autorisierung wieder zurück in euren Bestellprozess. Wenn ich hier PayPal nicht ausschließe, dann würde ich in der Statistik nachher sehen, dass ich viele Besucher über PayPal bekomme, die eine Conversion ausgeführt haben. Aber es liegt ja logischerweise in der Natur der Sache, weil ihr ansonsten kriegt ihr keinen Besuch von PayPal. Also es kriegt es nur unmittelbar in Verbindung mit einer entsprechenden Conversion. Und das würde mir natürlich den Bericht meines Conversion-Trackings komplett versauen, weil da will ich natürlich gar nicht auswerten, was von PayPal kommt, überhaupt nicht, sondern möchte ja wissen, wo der vorher hergekommen ist. Und darum würde man den hier zum Beispiel an dieser Stelle rausnehmen aus dem System. Und das ist einfach eine Funktion, die hier eben ohne Probleme machbar ist und mit der man arbeiten kann. So, ich glaube, den Rest können wir erstmal auch hier wieder außen vor lassen. Es sei denn, da kommen noch spezifische Fragen zu, dann kann ich da auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber für die Standardeinstellungen wäre das, glaube ich, soweit hier erstmal in den Bereichen völlig in Ordnung. So, damit haben wir unseren Webstream auch schon fertig konfiguriert. Das war, also wenn wir hier nochmal über den Verwaltungsbereich schauen, im Bereich der Datenerhebung. Und jetzt sehen wir, gibt es hier nochmal so ein paar weitere Felder, die gucken wir kurz durch. Einmal Datenerhebung. Hier kann man bestimmte Konfigurationen noch vornehmen, je nachdem, was man alles so auswerten möchte.
Und zum Beispiel kann ich eben hier Datenhebung durch sogenannte Google-Signale aktivieren. Das muss natürlich immer wieder auch mit eurer Datenschutzgeschichte in Einklang gebracht werden. Darum ist es nicht im Standard aktiviert. Die Google-Signale liefern konkret im Rahmen der Analytics-Berichte die Informationen zu Altersgruppe, Geschlecht und Interessen. Die kommen über die Google-Signale, weil dabei fragt Google unter anderem auch Google Ads-Kennzahlen ab, also holt Daten auch noch aus einer anderen Plattform dazu. Und das ist das, was hier sozusagen dann bestätigt werden muss, dass ihr das euren Kunden auch im Rahmen eurer Datenschutzerklärung alles an Informationen zur Verfügung stellt. Das ist wichtig. Dazu kann ich auch konfigurieren, dass ich vielleicht eine sogenannte User-ID erheben möchte. Im Bestellprozess wäre das zum Beispiel hier eine Idee, mit der man da arbeiten kann. Ja, auch das muss natürlich immer dann auch datenschutztechnisch wieder verprobt werden. Und das sind eben hier in dem Zusammenhang die ganzen Feinjustierungen, die man dann sich einmal anschauen muss, um zu überlegen, was ist für mich da jetzt relevant und welche Dinge baue ich dann hier an dieser Stelle auf. Dazu nächster Punkt, Datenimport, besteht auch bei Google Analytics 4, wie bei den vorherigen Versionen auch, wieder die Möglichkeit, auch noch zusätzliche Daten eben direkt per Schnittstelle in dem System zur Verfügung zu stellen, die ich dann einfach über einen Import hochladen kann. Zum Beispiel könnte ich hier Kostendaten aus externen Online-Marketing-Aktivitäten auch direkt jetzt in meinem Analytics-Property-Bereich hochladen und damit dann auch verarbeiten. Google Ads-Daten laufen in der Verknüpfung automatisch rein. Das werden wir gleich sehen, wie man das macht. Also da habe ich natürlich auch sämtliche Kennzahlen direkt zur Verfügung. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch noch bei Microsoft Ads Werbung schaltet, zum Beispiel, dann könntet ihr euch auch dort die entsprechenden Kosten- und Kampagnendaten bei Microsoft direkt aus dem System ja exportieren. In Dateiform könnt ihr Daten hier separat dann nochmal bei Analytics direkt auch hochladen, sodass wir dann hier auch zum Beispiel einen Vergleichsreport machen können. Wie entwickelt sich Google Ads zu Microsoft Ads, wären dann zum Beispiel auch vor der Kostenseite hier Auswertungen, die durchaus im System machbar sind. Also nur mal, dass man es gehört hat. Es gibt eben verschiedenste Datenquellen, Kostendaten, Artikeldaten, Nutzerdaten, Offline-Ereignisse, was immer man möchte. Also da ist schon eine ganze Menge noch an Möglichkeiten für diejenigen von euch, die hier eben auch wirklich das System komplett ausnutzen möchten. Nächster Punkt, Datenaufbewahrung. Hier bitte mal reinschauen. Die Ereignisdaten sind im Standard tatsächlich nur auf 2 Monate eingestellt. Dann fallen die raus. Dann hat man in Anführungsstrichen nur noch die Nutzerdaten auch mit zur Verfügung. Insofern kann man das hier dann aber auch konfigurieren, dass man eben die auf die Maximaldauer von 14 Tagen jeweils dann entsprechend einstellt, so wie es hier bei den Nutzerdaten auch im System ist. Also da einfach mal einen Blick reinwerfen, wie das bei euch konfiguriert ist. Nicht, dass es dann nach 2 Monaten das böse Erwachen gibt und sagt, ups, wo sind denn meine ganzen Kennzahlen abgeblieben? Das wäre natürlich dann fatal. So, den Rest lasse ich hier mal außen vor. Das sind wieder relativ spezielle Dinge, die wir so im normalen Alltag eigentlich nicht benötigen. So, jetzt kommt ein wichtiger Bereich. Den haben wir hier in diesem Kasten Datenanzeige. Und hier unter Ereignisse oder Events wäre es dann in Englisch, kann ich zunächst mal eine Statistik mir abrufen. Das sind also alle Ereignisse, die oben rechts in dem Betrachtungszeitraum, in dem Fall die letzten 28 Tage, auch wirklich stattgefunden haben. Ein Ereignis, was zwar erfasst wird, aber nie auf der Webseite ausgeführt wird. Also ich habe vielleicht einen Download, aber es lädt niemand was herunter, würde heißen, dass das auch hier in den Ereignissen nicht auftaucht. Also hier sind nur Ereignisse zu sehen, die auch irgendwo stattgefunden haben. Also das ist wichtig. So,
Und die kann ich dann hier im System entsprechend betrachten und kann dann schon mal sehen, wie viel gab es denn da gerade etc. Aber wichtig einfach, um zu sehen, was ist denn jetzt alles eingerichtet, was findet auch wirklich statt, damit wir dann hier an die Daten entsprechend herankommen. So, und dann ist es hier insofern wichtig, weil wir jetzt aus einem Ereignis entsprechend auch ein Ziel, eine Conversion oder wie es jetzt neuerdings heißt, ein Schlüsselereignis machen können. Also früher haben wir Conversions gesagt, bei Universal Analytics hieß es dann auch tatsächlich Ziele, bei Google Ads heißt es auch noch Conversions und hier ist es jetzt bei Google Analytics neu als Schlüsselereignis definiert. Fragt mich nicht, warum man das so macht. Das kann ich nicht beantworten. Wichtig ist nur, das ist sehr einfach. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier, das haben wir ja gemeinsam konfiguriert, klick auf eine Telefonnummer als Ereignis, in dem Fall ein sogenanntes benutzerdefiniertes oder Custom Event, deklariere, dann wird das hier auch ordentlich im System erfasst. Wenn ich jetzt sage, okay, der Anruf bei mir ist für mich eine Conversion, ja, ein wichtiges Ereignis, das bin ich bereit eben auch darauf zu optimieren, dann kann ich das hier per Mausklick einfach zu einem Schlüsselereignis entsprechend deklarieren. Und damit haben wir das jetzt hier automatisch schon als Conversion innerhalb von Google Analytics angelegt. Also ihr seht, das ist total einfach. Also grundsätzlich ein Schlüsselereignis, sprich eine Conversion, ist immer auch ein Ereignis. Also ist immer ganz einfach. So, da sehen wir das. Es gibt für das Schlüsselereignis hier auch nochmal einen eigenen Menüpunkt unter Datenanzeige. Da sehe ich dann in Anführungsstrichen nur die entsprechenden Events, die jetzt hier eingerichtet sind im System und kann, wenn mir das hier nicht mehr gefällt, das hier auch wieder einfach deaktivieren. Ja, das funktioniert hier auch wieder genauso. Sagen wir hier, das will ich jetzt nicht mehr haben. Zack, kann ich das sozusagen rausschmeißen hier aus meiner Übersicht und dann ist das hier immer noch als Ereignis da, aber eben nicht mehr als Schlüsselereignis beziehungsweise Event im System deklariert. Wir hatten in unserem Google Tag Manager Webinar das Thema Custom Events, benutzerdefinierte Ereignisse deklariert. Das heißt, ich kann im Grunde genommen relativ einfach aus einer beliebigen Interaktion auf meiner Webseite ein sogenanntes benutzerdefiniertes Ereignis definieren. Wie gesagt, ich würde empfehlen, das mit dem Google Tag Manager zu machen. Das heißt, wir hatten das Beispiel Klick auf eine Telefonnummer. Wird eben als Klick-Telefonnummer hier auch an meinen Google Analytics übertragen, damit ich das für mich auch auswerten kann und weiß, ah, wie viele Anrufe habe ich ungefähr über meine Webseite dann tatsächlich auch bekommen. Ein solches Event ist ganz einfach gesetzt. Ich vergebe also ganz einfach einen Namen. Wir hatten das in dem Zusammenhang Klick-Telefonnummer genannt. Gesagt, dieses Event heißt jetzt Klick-Telefonnummer. Das heißt, das ist der Begriff, mit dem das, ihr seht das hier auch, bei mir in Google Analytics auftaucht. Und die Besonderheit bei Google Analytics ist, dass ich hier jetzt noch sogenannte Parameter mit übertragen kann. Genau genommen sogar je Event, 25 Stück. Und in unserem Fall haben wir gesagt, wir übertragen mit dem Klick-Telefonnummer auch die sogenannte Klick-URL haben wir das benannt. Das heißt, wir schicken hier noch eine Kennzahl mit, dass ich auch auswerten kann, welche Telefonnummer wurde denn angeklickt. Falls ich jetzt verschiedene Rufnummern auf meiner Webseite habe, Telefon, Vertriebshotline, Reklamationsbearbeitung, Logistik, Human Resources oder whatever, dann habe ich praktisch eine zentrale Auswertung für Klick auf Telefonnummer und kann aber trotzdem auch noch individuell nachvollziehen,
welche der Rufnummern haben eigentlich wie viele Klicks dann auch noch abbekommen. Das würden wir über so einen Parameter im Einfachen hier lösen. Das ist im Grunde genommen sehr einfach gemacht. Das, was wir über den Google Tag Manager hier an der Stelle als weitere Informationen mitschicken, in dem Fall nämlich die Klick-URL, das ist nur einmal noch wichtig, den Schritt hatten wir am Mittwoch nicht gemacht, dass man diesen neuen Messwert, so nenne ich ihn jetzt mal, genau genommen die Dimension, hier vorher auch definieren muss. Ich muss also darauf achten, entweder benutze ich hier entsprechend Dimensionen, die Google Analytics schon kennt. In dem Fall die Klick-URL kennt Google Analytics aber nicht. Das heißt, dann muss ich die auch hier noch zunächst als benutzerdefinierte Dimension im System einrichten. Das würde ganz einfach funktionieren. Das heißt, ich gebe hier einfach dann den Dimensionsnamen ein. Das ist genau wieder der Name, mit dem das in meinen Berichten auftaucht. Kann dann hier auch das Gleiche dann wieder als Klick-Parameter im System hinterlegen. Das heißt, über den Google Tag Manager bekomme ich den Parameter Klick-URL mit an meinen Google Analytics geliefert und kann dann dort entsprechend auch auswerten, welche Telefonnummern wurden denn an dieser Stelle entsprechend hier benutzt. Also das ist wichtig, dass das passiert. Wir können bis zu 50 hier ist eine Kontingentinformation, da kann man es auch sehen. Die 25 war doch richtig. 25 auf Nutzerebene, 50 auf Ereignisebene, benutzerdefinierte Dimensionen jeweils noch zusätzlich einstellen. Und auch 50 Messwerte können wir hier nochmal mit belegen. Also da sind ausreichend zusätzliche Daten noch möglich, die wir entsprechend übertragen können. Und es kam ja vorhin die Frage, wie gut ist denn meine Looker Studio Auswertung? Die ist genauso gut, eben wie die Datenmenge, die ihr da entsprechend auf eure Webseite erhebt. Das liegt also an euch. Wenn ihr sagt, ich komme mit den Standards von Google Analytics noch nicht zurecht, ich habe noch wichtige zusätzliche Kennzahlen, die ich gerne erheben werde, dann bietet genau dieses System die Möglichkeit, die eben hier auch mit zu verwenden und damit entsprechend natürlich auch noch Zusatzinformationen mit reinzunehmen. Alles, was ihr hier an benutzerdefinierten Kennzahlen im System hinterlegt, wird auf der anderen Seite im Zusammenhang mit Looker Studio auch automatisch dann über die Datenquelle mit übertragen. Das gucken wir uns dann natürlich nächste Woche Mittwoch genau an, wie das funktioniert. Das ist natürlich Sinn und Zweck dann dort der entsprechenden Übung. So, dann haben wir hier noch im Bereich der Datenanzeige einmal die Zielgruppen. Das gab es auch schon bei Universal Analytics. Ich kann also hier mir eigene Zielgruppen im System anlegen. Und diese Zielgruppen tauchen später automatisch auch in dem verknüpften Google Ads-Konto auf und können dort wieder für zusätzliche Werbeaktivitäten für die Ausrichtung mit benutzt werden. Also All Users und Purchasers sind zwei Standardlisten, die sind immer da. Und ihr könnt eben nach eigenen Richtlinien hier zusätzliche Listen im System einrichten. Und wie gesagt, dann speziell für eure Google Ads-Kampagnen mitverwenden. Das ist hier ohne Probleme möglich. Dann haben wir einmal noch die Channel-Gruppen. Die hatten wir in den Standard-Reports auch schon gesehen. Das war die, oberste Ebene, wo Besucher meiner Webseite herkommen. Direct, Cross-Network, Paid Search etc. pp. Die sind hier alle nochmal aufgelistet. Zusätzlich kann man hier auch sehen, über welche Formel die sozusagen erstellt werden. Und ganz wichtig, ich könnte hier auch eigene Channel-Gruppen erstellen. Wer also sich hier mit den Standards nicht zufrieden geben möchte oder sagt, ich brauche aber eine ganz andere Konfiguration, kein Problem, baut euch das einfach selber so zusammen, wie ihr das für euch gerne haben möchtet, für eure Zwecke, dann kann das damit natürlich auch ganz normal laufen. So, last but not least hier für die Datenanzeige gehen wir nochmal ganz kurz in Richtung Attributionseinstellung hinein. Das könnt ihr an der Stelle nämlich hier auch konfigurieren.
Aktuell ist die Standardeinstellung, die würde ich auch so belassen, auf Data-Driven eingestellt. Das heißt, das System analysiert automatisch die verschiedenen Kontaktpunkte von einem Besucher, bis es zu einer Conversion kommt und verteilt die Conversion dann auch auf diese verschiedenen Kontaktebenen. So, denke ich, macht es in jedem Fall auch Sinn. Und ihr könnt hier unten noch konfigurieren, wie ihr das Ganze bewerten wollt. Wollt ihr nur kostenpflichtige Google-Kanäle dabei berücksichtigen? Wollt ihr aber auch kostenpflichtig und organisch mitverwenden? Das hat natürlich dann Effekt auf zum Beispiel auch eure Werbeauslieferung an der Stelle. Und dann ist das eben wichtig. Man kann das hier vielleicht an dieser kurzen Grafik ganz schön erkennen. Wir haben einen Besucher, der kommt initial über eine Google Ads Search-Kampagne, schaut sich schon mal um, kauft noch nicht. Später kommt er über eine E-Mail-Aktion zu euch wieder zurück, guckt sich wieder um, kauft noch nicht. Beim dritten Mal hat er vielleicht auf eine Social-Media-Kampagne reagiert und sieht sich wieder bei euch auf der Webseite um, kauft immer noch nicht. Und last but not least ist er dann vielleicht über eine Shopping-Kampagne getriggert und dann findet auch die Conversion statt. Dann wird in der Einstellung mit den datengetriebenen Reports diese Conversion auch wirklich hier auf die verschiedenen Kontaktpunkte verteilt. Und so wäre heute die empfohlene Ausrichtung, weil das auch genau den Algorithmen entspricht, die auch bei Google Ads unterwegs sind. Da wird auch mittlerweile auf Data-Driven das eingestellt. Und das ist ja so, wie die Daten dann hier auch zwischen den Systemen ausgetauscht werden. Man könnte es, wie gesagt, hier auch anders konfigurieren, aber ich glaube, dass die meisten von euch hier mit den Standards gut unterwegs sind. Genauso kann ich hier auch die entsprechenden Laufzeiten mit konfigurieren. Das ist sozusagen der jeweilige Zeitraum. Die Schlüsselereignisse für die Akquisition werden also im Rahmen immer für 30 Tage aktiv gehalten. Also wenn ich innerhalb von 30 Tagen die Conversion durchführe, dann würde auch sozusagen hier die erste Interaktion noch entsprechend zugeordnet werden. Liegt die erste Interaktion länger als 30 Tage zurück, fällt sie sozusagen aus der Bewertung mit raus. Und das ist das, was man eben hier dann auch nochmal wieder individuell aufsetzen könnte. Aber auch hier denke ich, dass man mit den Standards sehr gut unterwegs ist und damit in den meisten Fällen wirklich gut arbeiten kann. So, die letzte Situation geht dann hier noch um die Produktverknüpfung. Wir sehen Google AdSense, Google Ads, Ad Manager, BigQuery, Display, Floodlight, Merchant Center, Google Play, Search Ads 360 und Search Konsole lassen sich also hier mit eurem Analytics-Account direkt verknüpfen. Sprich, da werden dann die Daten auch zwischen den Tools ausgetauscht. Und ich denke, für die meisten von euch sind in jedem Fall mal mindestens zwei Verknüpfungen immer sinnvoll. Das ist einmal in jedem Fall die Verknüpfung mit eurem Google Ads Account, weil da wollen wir die Daten auch transferieren. Und wir haben gesehen, wenn wir hier Conversions im System Analytics einrichten, verknüpfen das Analytics-Konto mit eurem Ads-Account, dann könnt ihr auf diese Conversions automatisch auch im Ads-Konto zugreifen und braucht keine zusätzliche Konfiguration von Google Ads Conversions. Ja, also ist nicht zwangsläufig notwendig, kann man auch machen, muss man aber nicht. Aber erstmal die Möglichkeit besteht und insofern hat man eine sehr einfache Gesamtkonfiguration und dass man da jetzt für alle Tools, alle Arbeitsschritte nochmal separat machen muss. Dann empfehle ich immer auch unbedingt die Verknüpfung mit der Google Search Konsole. Die Google Search Konsole ist für euch auch ein kostenloses Tool, die verwendet ihr. Dort findet ihr alle möglichen Kennzahlen rund um eure Suchmaschinenoptimierung. Also wie wird eure Seite auf der Google-Suche gesehen und bewertet? Und das sind natürlich alles wieder wichtige Kennzahlen, die wir hier auch drin haben wollen. Im Speziellen findet ihr dort zum Beispiel A, die Suchbegriffe, über die ihr bei Google gefunden werdet. Also ganz wichtig für das Thema Keyword-Auswertung und Recherche. Und ihr seht auch, welche eurer Internetseiten sind denn sozusagen bei Google im Index mit drin, auch in welcher Position, auch das gibt das System her. Und insofern für mich natürlich hier ein ganz wichtiger Bereich, der nicht fehlen darf.
Auch der Erweiterung, ihr könnt theoretisch auch direkt eine sogenannte BigQuery-Datenbank mit euren Analytics-Daten füllen. Also das System würde das automatisch in eine andere Datenbank mit übertragen, die ganzen Kennzahlen. Wer also dort noch wesentlich mehr Auswertung machen möchte und vielleicht andere Daten noch verknüpfen will, der ist da wieder richtig aufgehoben. Also hier haben wir, glaube ich, mehr als ausreichend Möglichkeiten, das an dieser Stelle mitzunehmen. So, wenn wir das hier an der Stelle sozusagen alles abgearbeitet haben, dann wäre ich schon mal sehr zuversichtlich, dass die Kennzahlen, die sich hier auch im System befinden, dann auch wirklich für euch eine sehr gute qualitative Basis bieten. Da kann man sich auch darauf verlassen, dass diese Kennzahlen natürlich entsprechend auch korrekt sind. Weil, immer noch mal so ein kleiner Einschub, das wisst ihr natürlich, ich ergänze es trotzdem gern noch mal. Natürlich bildet Google Analytics immer nur die Kennzahlen ab von den Besuchern auf eurer Webseite, die sich auch aktiv für das Tracking ausgesprochen haben. Also das ist immer besonders wichtig, das immer noch mal dran zu denken. Das heißt, ihr habt immer ein gewisses Maß an Besuchern, nämlich alle die, die ein Opt-out gemacht haben, die ihr logischerweise auch nicht in eurer Statistik sehen könnt. Ich denke, das erschließt sich immer von selbst, aber weil tatsächlich diese Frage doch sehr regelmäßig kommt, dann möchte ich das nochmal ausdrücklich hinbekommen. Darum vielleicht auch nochmal eine ganz kurze Geschichte. Achtet bitte auch immer drauf, dass euer sogenanntes Consent-Banner vernünftig ist. Zum einen sollte das Consent-Banner immer als Pop-up ausgeführt werden, weil nur dann muss ich das hier bedienen, um sozusagen weiter an die Webseite ranzukommen. Manche haben das einfach nur so unten am Bildschirmrand kleben. Ich könnte aber dann theoretisch meistens die Webseite komplett bearbeiten, ohne dass ich überhaupt das Consent-Banner beachten muss. In dem Fall, solange ich das nicht aktiv eingestellt habe, habe ich natürlich immer einen Opt-out, weil das ist immer die Standardeinstellung im System. Also achtet bitte darauf, dass das tatsächlich so im besten Fall als Pop-up ausgeführt wird. Dann muss der Besucher das in jedem Fall ausfüllen und damit ist die Wahrscheinlichkeit schon mal größer, dass ihr auch Zustimmung bekommt. Und dann habe ich hier einfach mal so ein Beispiel, was mir persönlich einfach super gut gefallen hat, wo ich immer sage, in Anführungsstrichen, das Auge ist mit, ja, macht aber eine nette Darstellung mal vom Banner, macht es nicht wie alle anderen in den Standardeinstellungen, sondern sprecht einfach euren Besucher hier mal individuell und auch sehr persönlich an. Und da bin ich mir sicher, dass gleich auch, wenn man hier mal sowas sieht, auch einem das Herz aufgeht aus dem Einerlei und dass man hier natürlich auch vielleicht viel lieber mal auf ja gerne klickt wie bei anderen. Ich denke, das ergibt sich so ein bisschen von selbst. Also an der Stelle vielleicht einfach mal dort ein bisschen Optimierung machen, dass man eben mehr Zustimmung bekommt und damit natürlich dann entsprechend auch mehr Daten später in der Auswertung hat. So, jetzt wollen wir noch so ein bisschen in die Praxis hineingehen. Wir haben ja hier heute gelernt, dass wir sogenannte benutzerdefinierte Dimensionen zum Beispiel auch zur Verfügung stellen. In dem Fall haben wir die ja auch, weil wir ja bei unserer Klick auf die Telefonnummer auch den Link zur Rufnummer mit ins System übertragen. Und jetzt sagt der eine oder andere, ja, wunderbar, wo finde ich denn das? Ne? Wie machen wir das denn? Und das wollen wir uns gerade mal schnell anschauen. In meinem Beispiel gehe ich dazu jetzt hier in den Berichtsbereich hinein. Und da müsstet ihr normalerweise hier auch den Part Lebenszyklus haben. Da sollte es dann auch irgendwo den Engagement Report geben. Hier finde ich ja alle Interaktionen, die auf meiner Webseite so passieren. Und dort im Engagement-Bereich habt ihr dann auch den Untermenüpunkt für die Ereignisse. Die klicken wir jetzt hier mal beherzt an. So, jetzt haben wir hier zunächst die klassische Darstellung. Hier oben gibt es mal zwei entsprechende Grafiken. Und hier unten ist jetzt das eigentlich Spannende. Also hier findet jetzt sozusagen die Auswertung der verschiedensten Ereignisse statt. Und da sehen wir, gibt es hier zum Beispiel jetzt auch
unser individuelles Custom-Event Klick-Telefonnummer, die hiermit ausgewiesen wird. Also da haben wir zunächst mal konkret diese Informationen, die wir jetzt hier auch zur Verfügung stellen. Ich empfehle jetzt folgende Vorgehensweise. Hier oben seht ihr, ist ein Suchfeld. In das Suchfeld schreibe ich einfach mal rein, Klick-Telefonnummer. Und löse hier den Filter aus. Jetzt sehe ich in der Tabelle nur noch das Event Klick auf Telefonnummer. Und jetzt erinnern wir uns, hier in dieser ersten Spalte, das ist ja die Dimension, haben wir die Möglichkeit, immer noch eine zweite sekundäre Dimension mit einzublenden. Das passiert hier hinten neben dem Menüpunkt Ereignisname. Da klicke ich jetzt mal auf das Pluszeichen. Und hier sehen wir jetzt alle möglichen weiteren Daten, die ich mir mit einblenden lassen kann. Also immer eine sekundäre Dimension lässt das System zu. Und in unserem Fall gehen wir mal hier auf Benutzer definiert. Und da sehen wir, guck mal, da steht uns jetzt auch hier diese Klick-URL zur Verfügung. Die aktiviere ich jetzt hier einfach per Mausklick. Ja, und jetzt sehe ich auch in dem Fall, weist er mir auch die entsprechende Kennzahl aus. Also entsprechend die angeklickte URL ist auch genau das, was ich jetzt hier über die Klick-URL im System zusätzlich mitbekomme. In unserem Beispiel haben wir jetzt nur eine Telefonnummer, darum sehe ich auch nur eine. Wenn ihr jetzt verschiedene Rufnummern klickbar auf eurer Webseite hättet, dann könntet ihr eben auch genau sehen, Rufnummer 1 hat 24 Klicks, 2 hat 5, Rufnummer 3 hat noch so und so viele. Also da könntet ihr dann wirklich auch einen Report hier aufbauen, wo ihr die jeweiligen individuellen Ergebnisse im System dann seht. Ja, also ihr seht, ist im Grunde genommen auch gar nicht so kompliziert, wenn man einmal weiß, wie es geht, aber das ist ja immer so im Leben, ne? So. Dann hatte ich noch euch mitgebracht eine andere Möglichkeit, das haben wir beim letzten Mal noch gar nicht so genau angeschaut. Wir haben ja auf der einen Seite hier unsere fertigen Standardberichte, die wir im System sehen. Wobei, hier machen wir nochmal einen kurzen Ausflug. Ihr seht, dass wenn ich hier auf dem Menüpunkt Berichte bin, dann öffnet sich ja hier nochmal so eine zweite Spalte, wo ich jetzt alle möglichen Unterpunkte hier nochmal an Berichten zur Verfügung habe. Und dann seht ihr hier ganz unten einen Menüpunkt Bibliothek. Den klicken wir nochmal fix an. Dieses Untermenü, das kann ich nämlich individuell bei Analytics jetzt konfigurieren. Und zwar seht ihr hier in der ersten Instanz, diese Kästchen stehen für jeweilige sogenannte Sammlungen. Da haben wir einmal hier zum Beispiel die Sammlung Geschäftsziele. Und ihr seht, das korrespondiert hier oben auch mit dem entsprechenden Bereich. Da steht auch Geschäftsziele drüber. Dann haben wir hier Lebenszyklus, sehen wir dann entsprechend hier. Und Nutzer haben wir hier unten. Und last but not least haben wir hier noch die Search-Konsole mit dabei. Und in dem Fall jetzt auch noch ein Test, ne? Da auch noch einer. Also das sind entsprechend hier diese Sammlungen, jeweils Berichtsbereiche, die dann hier eben auch im Rahmen dieser Navigation euch zur Verfügung gestellt werden. Ich hier auf Neue Sammlung erstellen draufgehe, seht ihr, da gibt es auch hier verschiedenste Vorlagen, auf die man dann direkt zugehen kann. Das Schöne ist, dass ihr jetzt genau diese Menüstruktur für euch individuell zusammenstellen könnt. Also wir sehen bei Geschäftsziele gibt es zum Beispiel jetzt hier ein Menü Leads generieren, ja, Online-Verkäufe steigern, da sind jeweils auch nochmal Unterberichte drunter. Und die könnt ihr euch hier individuell zusammenstellen und konfigurieren. Gehen wir hier oben auf die drei senkrechten Punkte, gehen einmal auf den Menüpunkt Bearbeiten. So, und da haben wir hier auch jetzt die Menüstruktur zusammen.
Das heißt, wir können eben hier aus diesen Vorlagen der Standardberichte oder auch der individuellen Berichte uns das Menü hier komplett selbst erstellen und jetzt sagen, ah, Markenbekanntheit oder hier Online-Verkäufe steigern brauche ich gar nicht, weil ich habe hier gar keine Online-Verkäufe. Dann habe ich das hier gerade mal eben rausgeschmissen. Ich will auch nicht Markenbekanntheit steigern Berichte haben, also schmeiße die auch mit raus, speichere das jetzt hier ab. So. Und gehe hier wieder in den Part zurück. Dann seht ihr, hat sich das hier direkt oben auch entsprechend geändert. Das heißt, ich kann für mich nicht relevante Berichte einfach hier aus dem Menü rausschmeißen. Damit es eben übersichtlicher wird, kann die Berichte, die für mich relevant sind, hier auf der anderen Seite wieder mit reinnehmen. Das ist schon mal eine sehr schöne Geschichte, die man hat. Ich kann so eine Kachel, ach so, das machen wir mal eben kurz an dem Beispiel. Wenn ihr die Google Search Konsole mit eurer Property hier verknüpft, dann könnt ihr das möglicherweise im System hier noch gar nicht sehen. Jetzt lädt die Seite gerade hier sehr langsam. Geduld ist mein zweiter Vorname. Ich muss warten, bis es fertig geladen hat. So. Dann kann das sein, dass ihr diesen Menüpunkt hier gar nicht seht. In dem Fall geht bitte unten einmal auf die Bibliothek und dann kann das sein, dass das so wie hier aussieht. Da steht, oh, die Search-Konsole, dieser Sammlungsbereich ist nicht veröffentlicht. In dem Fall geht ihr einfach hier auf die drei Punkte und klickt hier Veröffentlichen an. Dann habt ihr das damit aktiviert und dann taucht es auch automatisch hier in der Liste auf. Also, wenn man weiß, wie dann ganz einfach und eine sehr schöne Möglichkeit der Individualisierung. Also bei Verknüpfung der Search-Konsole ist die meistens nicht aktiv. Dann hier einmal in die Bibliothek reingehen, einmal hier auf Veröffentlichen stellen und dann habt ihr die relevanten Berichte der Search-Konsole, nämlich Suchanfrage und Zugriffe, dann auch hier direkt mit am Start und könnt die direkt auch hier wieder entsprechend verwenden. So, weg von den Standardberichten gibt es dann hier noch den Menüpunkt einer sogenannten explorativen Datenanalyse. Das heißt, ihr habt vielleicht noch Anforderungen an die Berichte, die aber nicht in irgendeinem Standardreport abgebildet sind im System. Und dann können wir hier freie Datenanalysen im System vornehmen. Das Schöne ist, dass es hier schon verschiedene vorbereitete Formate gibt, mit denen ihr direkt arbeiten könnt. Wer zum Beispiel hier für seinen Webshop so eine Trichterdarstellung erzeugen möchte, gibt es hier eine wunderbare Vorlage. Wer so den Surfverlauf in seiner Webseite analysieren möchte, hat hier direkt eine Pfadanalyse, die er mitverwenden kann. Also wir sehen, da gibt es in jedem Fall hier schon mal unterschiedlichste Vorlagen, mit denen man entsprechend arbeiten kann. Wir machen mal ein Beispiel. Und zwar, weil ich gerade letztens den praktischen Fall hatte, da sagt ein Kunde, Mensch, ich möchte eigentlich mal wissen, wo sind denn eigentlich die Ausstiege bei mir auf der Webseite, sprich, welche einzelnen Seiten haben denn eigentlich einen Ausstieg, die sie auch mitbringen, um das einfach mal zu sehen. Und das ist tatsächlich ein Report, der jetzt so im Standard hier gar nicht im System verfügbar ist. Und das wäre dann die Möglichkeit, das hier über eine explorative Datenanalyse an der Stelle dann abzubilden. Habe ich jetzt angeklickt. So, und jetzt haben wir hier im Grunde genommen zwei Konfigurationsebenen, mit denen wir arbeiten. Das erste ist, dass wir hier oben links in der Ecke mal kurz einen Namen eingeben. Ausstiegsseiten nennen wir das. Dann kann ich jetzt hier meinen Wunsch-Auswertungszeitraum an der Stelle mit übernehmen. Ja, und jetzt sagen, ich möchte das eben hier für dieses Jahr bis heute auswerten.
dann können wir das hier so einstellen im System. Und jetzt können wir festlegen, welche Dimensionen möchte ich jetzt hier in meinem Report sehen. Und hier sehen wir jetzt, werden uns alle Dimensionen angeboten, die wir jetzt in unserer Property zur Verfügung haben. So, und entweder muss man das jetzt aufklappen, weil man das noch nicht genau weiß. In meinem Fall weiß ich, ich hätte gerne den Seitenpfad. Gib also hier oben in dem Suchschlitz nur Seiten ein, dann werden mir alle korrespondierenden Daten dazu dann auch angezeigt. Und hier gibt es den Seitenpfad zum Beispiel und Abfragestring, den nehmen wir einfach mal und sage, den möchte ich hier jetzt importieren. Und dann haben wir den hier mit am Start. Und vielleicht noch eine zweite Dimension mit dazu nehmen. Da nehmen wir mal vielleicht Quelle. Besucherquelle Medium. Und zwar hätte ich das Ganze gerne sitzungsbasiert. Ja. Importieren wir die noch. Jetzt möchte ich gerne auch einen Messwert dazu haben. Und beim Messwert haben wir erstmal jetzt hier den Ausstieg. Da sehen wir, hier taucht er jetzt auf. Und vielleicht nehmen wir noch mit dazu, haben wir hier die Aufrufe auch. Aufrufe, da sind auch noch Aufrufe mit dabei. Nehmen mal die Aufrufe mit dazu. So, damit haben wir erstmal festgelegt, Datenbereich. Damit habe ich festgelegt, welche Kennzahlen hätte ich gerne in der Darstellung. Jetzt kommt die zweite Spalte. Hier machen wir jetzt die Feinjustierung. Und zwar kann ich jetzt zunächst mal festlegen, ich hätte das Ganze gerne einfach als Tabelle. Könnte auch hier Tortendiagramm, Liniendiagramm, Streudiagramm, Balkendiagramm, Landkarte mit reinnehmen. Ich hätte das hier gern als Tabelle an der Stelle, ganz einfach. So, und dann sage ich, ich möchte gern in der Zeile die jeweilige Dimension haben. Jetzt kann ich das hier einfach rüberziehen. Und dann kommt hier unten noch die Spalte mit dazu. Und dann den Messwert noch mit dazu. Die Ausstiege, kann also auch hier einen Doppelklick machen, dann zieht er mir das da auch mit rein. Und hier haben wir schon die Tabelle mit am Start. Also da zeigt er uns schon mal alle entsprechenden Seitenaufrufe sozusagen mit den jeweiligen Ausstiegen. Die Aufrufe wollten wir auch noch mit dazu haben. Dann bauen wir die hier auch noch mit ein. Und dann haben wir die auch mit am Start. Wunderbar. Der Zellentyp sieht jetzt hier so ein bisschen komisch aus, weil wir sehen, dass da unten ein Balkendiagramm ausgewählt ist. Da lasse ich das mal auf nur Text stehen. So sieht es hier, finde ich, so ein bisschen angenehmer aus jetzt. Könnte das auch als Heatmap mit benutzen, dann würde es einfach noch entsprechend farbig hinterlegt werden, was jetzt hier aber sinnfrei ist an der Stelle. Also haben wir jetzt hier im Grunde genommen uns mal fix eine Tabelle erstellt, die uns die jeweiligen Seiten zeigen, wo ich sehen kann, welche Seite hat wie viele Ausstiege nachher auch produziert, wie viele Seitenaufrufe sind sozusagen auf den einzelnen Seiten nochmal vereint. Das wäre jetzt ja durchaus eine entsprechende Auswertung, die vielleicht von Interesse sein kann und die ich jetzt hier in meinem entsprechenden Account direkt mal schnell im System erstellt habe. In dem Fall werden jetzt hier 10 Ergebniszeilen ausgegeben. Auch das lässt sich jetzt hier noch fein konfigurieren. Kann also die Liste auch entsprechend beliebig lang machen an der Stelle.
Ja, also wunderbar, geht hier direkt, lässt sich hiermit umsetzen und dann haben wir das hier auch schon mit am Start. Jetzt nehme ich nochmal die Quelle und das Medium mit dazu und sehen wir dann, baut er uns dazu hier dann auch nochmal direkt wieder die zweite sekundäre Dimension mit ein. Also in dem Fall kann ich das jetzt hier also auch direkt konfigurieren, bringt mir jetzt aber hier in dem Fall nicht unbedingt einen Mehrwert. Also schmeißen wir es hier mal wieder raus und haben hier einfach eine schlichte und einfache Darstellung. Diese explorative Datenanalyse sehe, das ist jetzt wichtig, zunächst erstmal nur ich, weil ich die jetzt erstellt habe. Andere Kollegen, die auch Zugriff auf die Property haben, können die noch nicht sehen. Und dann müssen wir einmal hier oben rechts in die Ecke gehen und da seht ihr, kann ich das jetzt hier für andere Nutzer freigeben? Und dann können entsprechend alle darauf zugreifen. In dem Fall aber wichtig, können es nur den Bericht aufrufen, ihn aber nicht verändern bzw. manipulieren. Das haben wir jetzt hier an der Stelle mal gemacht. Das heißt, wenn ich hier jetzt in die explorative Datenanalyse hineingehe, nochmal, dann habe ich hier unten eine entsprechende Tabelle offen und hier sehe ich sämtliche Berichte, die ich jetzt in dem Fall entsprechend erstellt habe. Und hier kann ich eben am Icon vorne sehen, der ist jetzt auch hier geteilt. Das heißt, alle meine Kollegen können diesen Bericht jetzt auch entsprechend sehen und damit arbeiten. Und von der Seite aus können das alle jetzt hier im System bequem nutzen. Ich kann den natürlich wieder als Basis auch später verwenden, wenn ich darauf nochmal einen anderen Bericht aufbauen will, wenn ich ein paar Kennzahlen abändern möchte, etc. Die Möglichkeit besteht hier in jedem Fall im System. Und so haben wir auch hier den Menüpunkt explorative Datenanalyse, vielleicht mit einem brauchbaren, praktischen Beispiel für euch nochmal dargestellt und hier entsprechend im System hinterlegt. So. Damit habe ich meine Punkte für heute erstmal alle soweit abgearbeitet. Ich denke, dass wir hier auch die meisten, oder oh, ich sehe, da muss ich hier nochmal nach unten scrollen. Hier kommen ja noch eine Menge Fragen, die ich jetzt nochmal versuche durchzugehen. Doch, die Daten stehen natürlich über die 14 Monate hinaus grundsätzlich zur Verfügung. Nur Detaildaten verschwinden nachher im System. Also Aufrufe, Traffic und sowas, das bleibt bestehen. Sind Analytics 4-Daten weniger nützlich, wenn keine Einwilligungssignale erkannt werden? Das System verarbeitet dann wahrscheinlich weniger Daten. Insofern fällt mir jetzt tatsächlich auch kein Grund ein, warum man den Consent Mode nicht in Anführungsstrichen korrekt einrichten sollte, weil wir wollen natürlich hier auch eine möglichst optimale Datenlage haben. Da ergibt sich ja so ein bisschen aus der Natur der Sache. Wenn ich UTM-URLs erstelle, worauf sollte ich aufpassen, damit die URL richtig und Google Analytics richtig getrackt werden? Da geht es im Detail nochmal darum, das sogenannte Kampagnen-Tracking oder URL-Tracking bei Google hat die Bewandtnis dahinter, dass wir, da ist der Campaign-Builder, den ich euch kurz verlinke, dass wir bei externen Links, die wir außerhalb unserer eigenen Webseite platzieren, zum Beispiel in Post auf sozialen Netzen, die wir innerhalb vom Newsletter verwenden, etc., dass wir die bei uns im Analytics auch empfangen und auswerten können. Wenn ich zum Beispiel von euch einen Newsletter bekomme, in dem ihr zurück auf eure Webseite linkt und dieser Newsletter, der wird von mir auch angeklickt, dann sehe ich im Zweifelsfall in Google Analytics diesen Besucher eben ohne weitere Erkennung. Und das wäre ein Besucher, der im Rahmen der Statistik direkt auftaucht.
weil ich den Newsletter anklicke, direkt öffnet sich mein Webbrowser dazu und das System hat keine Chance festzustellen, dass ich vorher den Newsletter gelesen habe, also eure Webseite nicht. So, und das kann man in so einem Beispiel hier sehr einfach konfigurieren, indem man das sogenannte UTM-Tracking mit Campaign Builder benutzt. Das heißt, ich gebe hier den eigentlichen Ziellink in der Konfiguration ein, kann dann noch zusätzliche Informationen über Kampagnenquelle, in dem Fall Newsletter, Medium, in dem Fall E-Mail, Kampagnenname und weitere Parameter theoretisch noch zusätzlich mit eintragen im System. Und die baut mir das System hier sozusagen einfach zusammen, hängt das also hinten an meine URL mit dran. Und wenn ich entsprechend jetzt diesen Link in meinem Newsletter mit den UTM-Parametern verwende, ich als Besucher klicke jetzt auf diesen Link mit den Parametern, dann seht ihr, dann sind die Parameter auch hier oben im Link automatisch mitgeführt und Google Analytics erkennt das und verarbeitet die automatisch. Das heißt, jetzt kann Google Analytics auch genau die Informationen herauslesen und ah, prima, da kommt ein neuer Besucher. Der kommt aus der Kampagnenquelle UTM Source Newsletter. Den sortiere ich in dem Medium E-Mail ein. Und dazu habe ich auch noch einen Kampagnenname, in dem Fall Staffel 1, der hier mit übersetzt wird. Das heißt, damit kann ich später genau auch eine Aussage treffen, was konkret auch aus diesen Newslettern heraus geworden ist. Newsletter-Tool hört an der Stelle in der Regel auf, wo ich den Klick im Newsletter habe. Weil Newsletter-Tool weiß nicht zwangsläufig, was dann auf der Webseite im Anschluss passiert ist. Und ich möchte ja die Auswertung innerhalb von Analytics haben. Und darum wäre das hier mit dem UTM-Tracking an der Stelle ohne Probleme möglich. Bei der Verwendung der Begriffe würde ich immer nur auf Text und Ziffern zurückgreifen. Keine Sonderzeichen, Umlaute oder sonstige Dinge verwenden. Und wenn ich dann eine Trennung haben möchte, mache ich das immer gerne am liebsten entweder mit Bindestrich oder mit dem Unterstrich. Kein Leerzeichen an der Stelle. Das Unterstrich wäre hier, glaube ich, die offiziell empfohlene Version. Das bringt das System nicht durcheinander. Umlaute und Sonderzeichen können zu Problemen in der Auswertung nachher führen. Darum das bitte dann nicht benutzen. So. Ganz schlechter Stil. Ich weiß nicht, worauf sich das bezogen hat. Werden ohne Einwilligung auch Anzahl Besucher auf der Landingpage nicht erfasst, doch die Besucher laufen da nochmal mit rein. So, also wie gesagt, wenn ihr da Abweichungen zwischen den Kennzahlen habt, bitte immer hier die Konfiguration Content Tool in Verbindung mit Google Analytics beachten. Da liegt meist irgendwo der Hase im Pfeffer, wenn die Daten nicht vernünftig aufgebaut sind. So, haben wir hier noch. Die meisten Fragen, glaube ich, schon zwischen euch beantwortet worden. Vielen Dank. Und die Parameter haben wir eben noch mal mit abgearbeitet, so dass ich der Meinung bin, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts Großes übersehen, dass wir soweit, denke ich, alle Fragen auch beantwortet haben. Wenn nicht, stehe ich gleich im Anschluss noch mal kurz zur Verfügung. Würde jetzt an dieser Stelle aber zunächst einfach mal den offiziellen Teil beschließen.